Hi, in diesem Video wollen wir jetzt endlich einmal versuchen, dieses Display hier anzusteuern, beziehungsweise wir haben immer noch ein bisschen Vorarbeit zu leisten. In den letzten Videos haben wir uns mal mit dem Datenblatt etwas beschäftigt. Oh. Dass man vielleicht ein bisschen wieder mehr sieht und uns da schon mal ein bisschen Übersicht verschafft. Und ja, jetzt wollen wir mal vorbereiten, dass wir das halt mal anschließen können. Und praktischerweise habe ich halt letztens hier gebraucht dieses Board geholt. Das hier ist von Mikroelektronika, ein EasyPIC V7. Hier ist ein PIC 16F887 drauf. Zugegeben, ein schon etwas betagter Mikrocontroller, der schon ein bisschen in die Jahre so gesehen gekommen ist. Der Vorteil natürlich von solchen einfachen Mikrocontrollern ist dann doch irgendwo allerdings auch, dass man normalerweise nicht so viele Pins bzw. Module konfigurieren muss, weil die Mikrocontroller, die fast alles können, da kann man dann auch sehr viel natürlich einstellen und oft muss man es halt auch. Und ja, ist halt dann je nachdem schon ein bisschen unschön, weil man muss sich da durch einiges durcharbeiten. So, deswegen vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hier haben wir auf jeden Fall genügend Anschlüsse. Das hier, wie man vielleicht sieht, ist ein DIP40, also ein Mikrocontroller mit 40 Pin. Da müssen wir uns dann definitiv genug Ausgänge bereitstellen können, da wir einige Pins haben, wie wir im Datenblatt gesehen haben. Da war ja irgendwie D0 bis D7 für die Adressbits, dann A0 bis A12, meine ich, war es für Adressierungspins und dann noch 4 ja, Steuerpins. So gut, bevor wir hier dann damit aber loslegen, ja, fangen wir schon mal an, eine Firmware zu erstellen, beziehungsweise auch erstmal eine Firmware für dieses Modul. Hier kann man sehr viel konfigurieren und deswegen bietet sich da erstmal an, zu schauen, ob dann alles wie erwartet überhaupt schon mal läuft, so dass man dann schon mal ausschließen kann, dass es an dieser Hardware liegt. Und ja, dafür zunächst einmal können wir wieder ein bisschen reinzoomen. Ja, ungefähr so sollte gehen. Dann können wir hier den schon mal minimieren und dann MPLAB X starten. Ah, das ist schon gestartet, sehr gut. Dann können wir hier mal auf neues Projekt gehen und hier dann auf Standalone Project. Ja, passt. Und Device wäre der 16F887. Da müsste das sein. Heute werden die EasyPIC V7 Boards mit einer neueren, ja gut, haben wir gerade nichts angeschlossen, mit einem neueren Mikrocontroller ausgeliefert. Gut, hier können wir dann gleich mal den Compiler auswählen und das Ding könnten wir nennen Futaba VFD 12, ne Quatsch, das ist das 256er Modul sogar, 256x64, so viel Pixel sollte es ja haben und das könnten wir dann vielleicht irgendwie unter C Microchip vielleicht, ja, hier speichern und dann hier vielleicht auch Futaba VFD 256 mal 64. Ja, gut. Finish. So. Dann haben wir mal langsam hier das neue Projekt am Start. Das ist hier auch schon auf aktiv.
Dann hier bei Source Files machen wir einfach mal eine neue. Und zwar hier eine main.c. Das könnte man dann auch irgendwie Futaba. Wobei, ne, das ist die Main, die, ja klar, die lassen wir einfach Main, ne? Beziehungsweise, ja gut, vielleicht alles klein geschrieben, wie man so möchte. Oh, will nicht. Ah, Feststelltaste gedrückt. Gut, das stimmt. Finish. Gut, dann würde es sich halt anbieten, natürlich das Ding erstmal zu konfigurieren, wenn wir jetzt schon mal die Main haben. Dazu haben wir hier extra unter, wo war denn das hier, unter Windows und dann unter Target Memory Views und Configuration Bits die Möglichkeit, hier alles schön zu konfigurieren. Na, so sieht man auch was. Ah, das ist auch schön. Das scheinen schon alle Configuration Bits zu sein. Oscillator Select Bits, da nehmen wir doch einfach mal hier den HS. Wir haben da einen Quarz dran. Editing vor irgendwas, irgendeine Info, okay. Watchdog Tiber wollen wir keinen. Was ist das? Power Up Time Enable Bit. Ja, können wir disabled lassen. Pin-Function ist MCLR. Gut, lassen wir so. Dann können wir das Ding resetten. Müssen wir nur merken, dass der RE3 dann nicht zur Verfügung steht. Sonst wundert man sich, wenn man den für irgendwas benutzen möchte und es nicht klappt. Code Protection Bit wollen wir nicht. Data Code Protection wollen wir nicht. Brownout Reset Selecten Bit. Hier können wir das einfach mal auf Off stellen. Internal, External, Switchover Bit. Ja, wahrscheinlich startet der dann intern mit irgendeinem Taktgenerator und switcht dann wahrscheinlich um auf den externen. Könnte man so lassen. Failsafe Clock Monitor brauchen wir nicht. Low Voltage Programming ist PGM Function, braucht man nicht. Brownout Reset Select Bit bei 4 Volt. Ja, gut, können wir bei 4 Volt oder bei 2,1 Volt lassen, wie es aussieht, oder? Ja, 2,1. Gut. Ach, lassen wir ruhig bei 2,1. Flash Program Memory Self Write Enable. Write Protection Off. Ja, lassen wir auch so. Gut, dann können wir hier den Code uns generieren lassen. Das ist der. Dann können wir den hier einfach copy-pasten und den einfach mal hier reinsetzen. So, dann haben wir jetzt hier auch schon mal unsere Mikrocontroller konfiguriert. Wir haben XC.H drin, die brauchen wir immer für die ganzen Mikrocontroller. Dann, ja, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir noch die stdint.h auch noch mal hier include und dann müsste die heißen stdint.h. wäre vielleicht schön, wenn man irgendeine Art Delay oder so benutzen könnte, und normalerweise muss man dann dafür dann auch noch eine X-Teilfrequenz definieren. Define, ne, ich glaube, das war X-Teilfrequenz und dann 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 MHz müsste das Ding dann sein. Gut. Ist dann dazu, und hier können wir dann natürlich erstmal Pins als Output konfigurieren,
Und hier dann ruhig zum Beispiel auch die ganzen A-Pins. 00, so, dass wir dann schon mal Port Pin A als Output und dann natürlich noch B, C, D und ich glaube E müssen wir auch noch haben. So, und dann natürlich hier auch noch umändern auf B, C, D, E. So, jetzt haben wir die schon mal als Output definiert. Und damit wir auch sehen, dass sich was tut, machen wir doch hier einfach mal etwas, was die ganze Zeit läuft. Und hier würden wir dann zum Beispiel reinschreiben, Port A gleich 0x zum Beispiel FF. Das heißt, wir würden diesen Ausgang, also alle Ausgänge für den Port A auf 1 schalten. Und das kann man dann natürlich auch wiederholen für A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Und auch hier müssen wir natürlich dann noch die Korrekturen vornehmen. B, C, D, E. So, jetzt hält man das Ding halt schon mal an. Und damit wir das Ding vielleicht auch nicht nur anhaben, sondern vielleicht auch mal ausschalten, nehmen wir die auch noch mal. Die ganzen Ausgänge von A bis E. Und schalten die doch hier einfach mal dann auch mal schön auf 0. A, B, C, D, E. So. Und da wir jetzt natürlich nichts wirklich sehen würden, wäre es noch ganz gut, hier irgendwie ein Delay zu machen, vielleicht in Millisekunden und dann vielleicht auch ruhig 200 oder irgendwie so etwas, so dass man halt ein bisschen Zeit hat, bevor dann wieder umgeschaltet wird. Und damit man auch wirklich etwas sieht, müsste man das dann halt hier auch noch haben oder machen. So, ja gut, wäre noch schön, alles ein bisschen irgendwie einzurücken oder so vielleicht, aber na gut. Gucken wir doch mal, ob das Ding das jetzt erstmal baut, ohne herumzumeckern. Bild failed. O2, Bild failed. Warum? Habe ich mich hier irgendwo verschrieben? Ach so, ich habe natürlich MC geschrieben, das muss natürlich MS heißen. Ups. Klassischer Fehler. So. Ja, da haben wir hier noch immer irgendwie einen Fehler. Define X-Tile Frequency. Prozessor Directive, sagt er. Okay. So, haben wir doch auch wieder was. Und wie sieht es denn jetzt so aus? Könnte gehen. Build successful. Das heißt, das würde jetzt prinzipiell schon mal klappen. Das heißt, hier können wir mal wieder aus dem Programm ein bisschen rausgehen und jetzt einfach mal unsere Hardware verbinden und das Ding mal programmieren. So. Ja, der Ordner ist schon praktisch, aber gerade auch nicht, weil er ein bisschen viel Platz raubt. Aber vielleicht, wenn ich es so mache, dass das hier so ist, dann klappt das doch, denke ich, schon mal ganz gut.
So. Man könnte natürlich, das Board halt hat halt auch einen internen Programmierer, hier diesen MicroProc ICD. Und da wollen wir mal versuchen, ob wir hier drüber etwas programmieren können. Na, ach so, ja, das ist natürlich auch wieder toll. Gut, dann schauen wir doch mal. Aber ich denke, man braucht dafür Treiber und das MPLAB X diesen Programmierer noch immer nicht unterstützt. Und deswegen, das Gute ist, das Board hat halt auch einen Anschluss für hier diesen ICD von Microchip. Das heißt, wir können jetzt einfach mal eben schnell den anschließen, ohne Probleme. Stecken den einfach mal hier rein ins ICD. Und dann können wir auch garantiert mit MPLAB X programmieren, brauchen dann hier nicht extra für diesen Programmer irgendein Programm und müssen dann immer umswitchen, wenn wir dann halt einen Hex-File gebildet haben, dass wir das dann mit diesem Programmer schreiben können. So, gut, dann wollen wir es so mal schreiben. Nur Tool, Simulator oder ICD. Wir möchten den ICD verwenden, weil der jetzt ja auch angeschlossen ist. Loading completed. Ne, das ist noch irgendwas anderes. So, jetzt müsste der jetzt hier erstmal ein Update machen vom ICD. Der müsste noch für irgendein DS-Pick die Firmware drin haben. Das ist so gesehen bei den Tools ein bisschen schade, dass die dann halt immer sich neu bespielen müssen auf die jeweilige andere Firmware. Das soll ja beim ICD4 anders sein. Ich muss ehrlich gestehen, mit dem ICD4 habe ich noch nicht so viel gearbeitet, weil es natürlich am Anfang viele, naja, Krankheiten gab. Wir haben mal Zeit, das Ding mal auszupacken, mal gucken, wie der sich so macht. Check the device selected in Sim1, bla bla bla, aha. Okay, gut, der hat jetzt hier den Pick gefunden. Programming fail file complete. Gut, das ist doch schon mal gut. Ja, man sieht ja auch schon mal, dass hier die LEDs schon mal blinken. Das ist doch auch schon mal ziemlich gut. Und wenn man dann halt hier mal sein Programmcode ein bisschen verändern würde, zum Beispiel dann nicht ein Delay von 200, sondern zum Beispiel von 500 und hier auch von 500 Millisekunden reinmachen würde, dann müsste halt hier das Geblinke ein bisschen anders ausschauen. Ja. Ah, okay, er schreibt jetzt. Und wir sehen, das sollte jetzt schon mal langsamer blinken. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal eine Grundlage geschaffen, um jetzt hier mit dieser Hardware und dem VFD zu arbeiten. Aber da dieses Video jetzt auch relativ lange gedauert hat, machen wir dann halt die eigentliche Programmierung in dem nächsten Video. Und ich denke, es wird sich da auch sicherlich anbieten, wenn ich dann hier auch verdrahtungstechnisch etwas Vorarbeit leiste, weil das halt nicht schwierig ist. Man muss halt nur gucken, wo man was anschließt und das nach Möglichkeit dokumentieren, sodass man das dann halt in der Firmware auch dementsprechend berücksichtigt. Von daher sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.